Willkommen zu Deadpool. Es ist endlich mal soweit, dass endlich mein Lieblings-Marvel-Anti-Held sein eigenes Videospiel bekommt. Ich warte eigentlich noch darauf, dass er seinen eigenen Kinofilm noch kriegt nach dem beschissenen Deadpool aus X-Men Origins. Aber zumindest wurde es endlich mal so gemacht, dass Deadpool auch mal sein eigenes Videospiel bekommt. Vertrieben natürlich bekannterweise von Activision. Weil Activision macht die meisten Marvel-Originalspiele, ansonsten ist immer Sega für die ganzen Filmlizenzspiele verantwortlich, die wirklich unter aller Sau sind. Die von Activision, die... Okay, Deadpool warpt sich mal gerade weg. Und wer das ist, keine Ahnung. Achso, könnte vielleicht Deadpool sein. Ist ja auch egal. Wo war ich gerade? Genau, Activision hatte eigentlich... sehr, sag ich mal, ordentliche Spiele im Sinne von Marvel-Helden abgeliefert. Zum Beispiel die Spider-Man-Spiele. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Die haben eigentlich nur grundsätzlich Spider-Man gemacht. Also zum Beispiel The Amazing Spider-Man, Spider-Man, Ultimate Dimension, glaube ich. Ich kenne mich damit mit solchen Sachen nicht aus. Spider-Man hat mich videospielmäßig nie interessiert. Ich meine, Spider-Man ist... er ist eigentlich ganz gut, aber ich weiß auch nicht. Der hat mich videospielmäßig eigentlich nie interessiert. Deadpool eigentlich, aber viel mehr, weil Deadpool, wie gesagt, mein Lieblings-Marvel-Anti-Held neben Ghost Rider. Und deswegen bin ich froh, dass er sein eigenes Videospiel gekriegt hat. Da werden natürlich auch noch andere Charaktere aus dem Marvel-Universum da dabei sein, aber das ist halt nur vorübergehend X-Men, weil Deadpool hat ja mehr mit den X-Men zu tun. Ansonsten ist er mehr halt so ein... naja, ein Einzelgänger. Aber ich denke, wir fangen jetzt endlich mal mit der Kampagne an. Bevor ich hier wieder viel zu viel labere. Das habe ich ja als eine kleine Eigenschaft, dass ich am Anfang immer viel zu viel laber. Und am Anfang ist es sowieso immer schwer, was ich sagen soll, weil ich überhaupt keinen Plan habe, womit ich anfangen soll. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Kampagne. So, mal sehen. Trautesheim. Beschreibung. Unser Held ist dabei, sich wahnsinnig zu entspannen, bis plötzlich ein Skript erscheint. Ach ja, nur mal als kleine Vorinformation. Deadpool weiß, dass das ein Videospiel ist. Das ist auch mit seinem Comic so. Er weiß, dass er in einem Comic ist. Warum? Ganz einfach. Der Typ ist einfach nur komplett gaga in der Birne. Also er ist komplett wahnsinnig, weil er halt den X-Faktor in sich trägt, den er von Wolverine bekommen hat bei diesem Projekt X. Und deswegen weiß er irgendwie, dass er in einem Comic ist und dass er jetzt hier in diesem Videospiel in einem Videospiel ist. Frag mich nicht wieso, er ist halt einfach nur komplett irre. Aber genau deswegen mag ich Deadpool. Er ist halt sowas wie eine lebende Karikatur. Aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Das wird im Spiel wahrscheinlich noch vorkommen. Fangen wir erstmal mit Trautesheim an. Schwierigkeit. Okay, Veteran, du suchst nach Herausforderung. Genetisch überlegt. Oh, dieser Schnuller. Oh Gott, dieser Schnuller. Was ist das? Oh, Teufel. Schnuller und Teufel, aber das ist das normale Deadpool-Abzeichen. Beziehungsweise das sind seine normalen Augen in seiner Maske. Egal, wir nehmen einfach mal Veteran. Ich meine, das ist zu langweilig und das ist mir für den Anfang, glaube ich, doch etwas zu hoch. Denk an die Spielerverbesserung. Kommt drauf an. Ich hoffe zumindest, dass es ordentlich wird. Oder allgemein ziemlich abgedreht. Was, Logan und Wade sitzen auf einem Baum und SR sägen. Explosion, die brechen eine Combo ab. Oh, you don't say! Chance to be in our own video game.
Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool! Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course! The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius! So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that, geek? Well, superhuman strength and reflexes, extra sensory... Click! Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh! So it's gonna be one of those games, huh? Oh, ich krieg schon mal zwei Trophies geschenkt, so wie das aussieht. Hey, yep, Dave. Sit your ass down and watch some TV. Maybe you'll learn something. Seht ihr, das habe ich damit gemeint. Der weiß, dass das ein Videospiel ist. Und ich denke mal... Ihr habt es ja mal selbst gesehen. Er hat den ja von High Moon Studios ja den Vorschlag gemacht. Naja, okay. Wie gesagt, er hat den ja... Der Deadpool, der hat ja den High Moon Studios ja das... geschickt, in Anführungszeichen. Und die Hammond Studios, die haben ja dieses Spiel entwickelt. Die haben ja auch die Transformers-Spiele entwickelt. Also der Fall von Cybertron und noch irgendein anderes. Transformers interessiert mich aber nicht so wirklich. Und wir sind jetzt wahrscheinlich hier in Deadpools Waffenlager. Und hier ist wohl eine Ballpumpe. Und eine Luftpumpe. Oder so eine Ballpumpe, eine Stehpumpe. Stehpumpe heißt das Ding. Wollen wir mal sehen, was da passiert. Warum überrascht mich das nicht, dass das jetzt eine Sexpuppe war? Ach ja, ein Poster von Domino. Domino kenne ich nur namentlich her. So, mal sehen. Spielen mit Wade Sachen. Vielleicht gibt's hier noch irgendwelche Sachen. Öffne die verdammte Tür. Später. Wir mal kurz gucken. Ah, the news. It's like looking through the want ads. Deadpool, branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune and chimichangas. Click. You think the player knows anything about us? They did buy the game. To know us is to love us. Natürlich kenne ich dich. Ich meine, deswegen habe ich das Spiel auch nur gekauft. Aber wenn ich jetzt gewusst hätte, dass jetzt noch die ganzen Biografien gezeigt werden, weil im Extras-Menü kann man die ganzen Biografie der Charaktere alle sehen, also zum Beispiel zu den Charakteren, die noch später kommen. Ich meine, Domino kennt ihr jetzt mal so... Ich meine, ihr habt sie mal gehört vom Team Telefon und das Bild von ihr hängt ja auch noch da. Vielleicht finden wir noch das Bild, das er da irgendwo weggeschossen hat. Ich meine, diese ganzen Biografien, die kann man sich da halt alle da im Extras-Menü nochmal ansehen. Und das war halt eben Deadpools Biografie. Ich sage jetzt noch nicht, wer jetzt alles vorkommt. Ich weiß zumindest, wer drin vorkommt. Einige kenne ich, andere nicht. Machen wir doch mal für Gitarrenstunden. Obviously, the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Wonder what's in here. Ach genau, die Gitarre. Die habe ich schon im Trailer gesehen. Dabei dachte ich, das wäre mir so ein Extra-Zeug.
So, in den Kühlschrank schauen. Now what could this be? Gruppenzwang macht mich zum Trinker, oder? Nein, danke. Good. The mustard is still here. Wo ist denn jetzt endlich hier nur andauernd Bier, eine Tüte Milch und eine leere Packung vom Chinesen? Keine Ahnung. You gotta love lumpy milk. Mach mir mal, Gruppenzwang macht mich zum Trinker. Okay, das war's. Okay, und was haben wir hier? Kochen. Alter, Deadpool und Kochen? Ich weiß nicht. Öffnen. Okay, hier hat eigentlich überhaupt nichts geöffnet. Oder was oben? Egal, machen wir es mal so. Ich würde Deadpool nicht unbedingt an den Herd stellen. Aber egal, probieren wir es einfach mal aus. Ah, nee, okay, hier war Kochen. Alter, diese Kochmütze. I love the smell of pancakes in the morning. Smells like victory. Alter. Der Typ hat echt eine Macke. Und vor allem, woher hat er eigentlich so viel Milch oder so viel Teig, um so viele Pfannkuchen herzustellen? Später. Pizza Time. I'm not really hungry, but all right. Hauptsache, da hat er sein Schwert reingesteckt. Now feed me, baby. Nice and... Really didn't think this mask thing through, did I? I've got an issue here. Den letzten Bissen. Damn it. Yeah, tasted like a cheap outsourced prop. Oh, das heißt, I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? Ah, you last second schmucks. Egal, trinken wir noch den Kühlschrank leer. Obwohl das Bier in Dauernd auftaucht. Mit so schön Konfetti. Enough with the damn beer. Healing factor won't let me get drunk anyway. Meine ich doch. Aber wie sagt man so schön? Fuck Logic. Für Hühnchenstellung? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da jetzt noch passiert. So, how's the ball looking coming along? Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight and I won't have to shoot you. Rote Rakete. Ist das jetzt eine Soft Park-Referenz? Und vor allem füttert er den mit Pfannkuchen? Ja, hoffentlich erwischt dich nicht der Tierschutz. Oder die PETA. Mit der PETA will man sich ja nicht anlegen. Ich meine, man weiß ja nie, was die alles mit Videospielen machen, nicht wahr? Meine lieben Freunde, Pokémon, Super Mario, schon mal davon gehört? Dabei meine ich die PETA-Version. Mal sehen, ob es die überhaupt noch gibt. Ich meine, um eine Stinkwurst zu machen und Keime abzutöten. Okay, was, machen wir mal erstmal Keime abtöten. Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why did they think I wear a goddamn mask? Hope this game doesn't, like, try to do the whole tragedy behind the comedy thing. Ooh, yeah. Haha, there we go. Now we're talking. Much more realistic. Fine. You asked for this. Hunger's a... Ho! Oh, you gotta love the ones that make you sweat. Oh man. Bei den schwarzen Balken musste ich mal eben das Lachen verkneifen. Das war... Was ist das, ein Anruf? So. Ne, bei den schwarzen Balken musste ich mir was verkneifen. Ich freue mich schon drauf, wie das noch weitergehen wird. Ich meine, wir sind jetzt nur in der Bude. Ich meine, ich will nicht wissen, was jetzt noch alles so
so draußen noch so alles ablaufen wird. Aber egal, erstmal das Internet. Halt, hat er einen alten Rechner. Was von 98? You know why I love the internet? Because it's just like me. Vulgar, combative and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes and yes. Ooh, new SysPop videos. Favorite! How do I update my status to erect? Another friend request from Ryan? Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to bored shitless? Okay, let's see if there are any new Merc job postings. Status update. Just had the best chimichanga from Samantha's Tacos. My toilet bowl approves. Okay, that was. How about I show you one of my Deadpool comics? Instead. Ich hab die Deadpool-Comics. Ich hab die Deadpool-Comics gelesen, zumindest die meisten davon, die in Deutschland rausgekommen sind. Oh genau, deswegen habe ich mir das Spiel gekauft. Muss mal gucken, genau, die Ausrüstung ansehen. Holy Gunboner! Now this is what it's all about. Look at all this fine weaponry. Oh ja, ich freue mich schon drauf, mit der Minigun rumrennen zu dürfen. Kann man hier noch was machen? Ich glaube, drei Dinge kann man noch machen. Betrachten. Starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Ja, schön für dich. Obwohl, eigentlich würde es ja deinem Standard entsprechen. Noch irgendwas? Für ein Nickerchen. Hopefully when we wake up, you'll be gone. Our speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Are you kidding? No. Ooh, that would be embarrassing. Oh, sexy girlfriend. Okay, das war's. Aufstehen. Okay, 12. Gibt's da noch irgendwelche Sachen? Feier nicht. Anruf, genau. Nolan, hey, what's up, buddy? We're making a game about me. Gotta have you do the VO, man. I mean, see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe we just make you, you know... Maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody that's like, forget the boobs. Let's just go for pecs. You know, pecs and biceps. Forget girls. Why don't you just contact my agent for the booking, and we'll see what we can do. Ah, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in. Gotta take it. Good luck with the game, though. Yeah, well, fuck you, Nolan. Ich glaube, damit ist der Sprecher gemeint, Nolan North. Der hat schon Deadpool in Marvel vs. Capcom 3 gesprochen und der spricht ihn hier jetzt auch gerade. Da bin ich auch froh, dass sie den genommen haben. Dann kann ich mich wenigstens schon mal auf diese Deadpool-Stimme eingewöhnen. Also viel schneller. Gibt es noch irgendwas, was sie tun kann? Eine Sache kann ich hier noch machen, das weiß ich. Bet you thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Nope. Oh, haben wir einschalten. Shit. Got to add the fabric softener. This pair of uniforms gonna be all itchy. I hate an itchy ass. And itchy balls! Ha! Forget about it! Ja, ja, später. Eins kann man doch noch machen. Das mache ich jetzt auch nur Trophy-mäßig. Wenn ich hier schon mal die Möglichkeit habe.
Was haben wir hier? Fernsehen. Leckerchen. Fernsehen. Die Hühnchenstellung. Ja, die rote Rakete. Ich hatte angeben. Now where did I put my autograph New Mutants issue 98? Huh. What is this chief problem? Well, this was clearly made by a junior artist. Mach ein Spiel. Okay, ich denke, wir sind dann hiermit fertig und wir gehen endlich mal an die Tür. Tür aufmachen. Nobody's home. Underwear? Are you trying to say underwear? Okay, ja, ich denke, wir sind bereit. Den Kram haben wir schon alle gesehen, nicht wahr? Los geht's. Hello, sir. I have a package. So do I. Yoink. Package. Shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 diddy, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Ah, a sewer. How quaint. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Ah, sweet. Jump button. Light attacks. Check. Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn so we can test our mad skills. Okay, kann ich dann wieder reden? Okay, das PC ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Das ist genau wie Metal Gear Rising. Viereck ist wahrscheinlich... ist wahrscheinlich Dings, also leicht. Und Dreieck wahrscheinlich hoch. Schon mal mit Kreis. Kontern. Ach nee, Teleport. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Ah, verstehe. Teleport. Auch eine gute Art, sich aus dem Staub zu machen. Okay, bis jetzt ist noch eigentlich alles okay, ganz verständlich. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. Okay, eine Kiste. Eine Hüpfburg. Ihr wollt mich doch verarschen. Was soll ich mit einer Hüpfburg? Puh. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Naja, hätte schlimmer. Hätte schlimmer sein können. Hätte auch wieder so eine ganze Ladung voller Sexpuppen sein können. Boing. 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 Banana. Boing. Boing. Hat das jetzt irgendeine Funktion? Boing. 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 Ich denke nicht. Es ist einfach nur dafür da, um... Es ist nur total random, sagen wir es so. Es ist nur random da. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Verstehe, aber erstmal gucken. Kann hier vielleicht irgendwas sein? Ich meine ja nur... Warum nicht? Ich will mal kurz die anderen... Das sieht nach Waffe aus. Sowas von nach Waffe. Ich meine, Deadpool ist ja mehr der Schwert- und Waffentyp. Und den Heilfaktor hat er auch noch, also sind das seine Spezialitäten. Heilfaktor, Schwerter und Waffen.
Wer die Comics gelesen hat, der weiß, dass das stimmt. Aber egal, runterfallen. Okay. Oh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Okay, achso, das ist genau wie Metal Gear Rising. Anschleichen und töten. Und, okay. In my game, you get points for killing baddies. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades, to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. A must have. Hey player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Gleich nachdem ich die Anna-Punkte da geholt habe. Aber das erinnert mich irgendwie komplett an Metal Gear Rising. Ich meine, anschleichen, dann noch Viereck und Dreieck, die Standardangriffe und dann noch die Punkte, die man noch kriegt für Verbesserung. Das erinnert mich momentan alles an Metal Gear Rising. Ich darf jetzt aber nicht sowas erwarten, dass es wie Metal Gear Rising wird oder allgemein von der Qualität daran kommt, weil ich erwarte von dem Spiel eigentlich nur, dass es komplett abgedreht wird, aber dass es spielerisch, sagen wir mal, okay für mich sein wird. Also für meine Standards. Ich meine, ich spiele auch sowas wie Lollipop Chainsaw und das hat niemanden gestört. Oder das hat mich gestört. Ich spiele einfach gerne solche verrückten Spiele. Also würde ich mal sagen, dass mir Deadpool vielleicht, sag ich mal, ganz gut gefallen wird, wenn es dem Rest halt eben nicht gefällt. Aber das ist allgemein so. Ich meine, es hat allgemein keine guten Kritiken bekommen. Beziehungsweise, sie sind eher nüchtern. Aber egal, Schluss mit diesem Sentimentalitätsblabla. Fangen wir an, Waffe. Achso, Verbesserung, Munition und neue Waffen. Landmin Bärenfallen. Bärenfallen? Keine Ahnung. Kann man die einfach werfen oder muss man die platzieren? Hammer. Seilwaffen. Okay, Spieleverbesserung. Gucken wir erstmal hier mal nach. Okay, da kann ich nichts kaufen. Gucken wir erstmal damit nach. Erhöht die DP-Belohnung für Kills um 20%. Na, wenn das nicht nach einer tollen Fähigkeit klingt, dann weiß ich auch nicht. Egal, nehmen wir. Noch irgendwas? Nö, ich denke, das war's. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. Yeah, I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option. Das würde ich auch nicht unbedingt wollen. Begib dich rauf und spreng ein Loch in die Decke. Hurra, Sprengstoff. Hurra, hurra. Explosion. Mal sehen, kann ich hier auch, genau. Einfach rüberspringen. Und noch mehr Punkte sammeln. Hoffentlich will man die Waffen auch mal benutzen können, anstatt dass man hier jetzt nur andauernd mit den Schwertern da rumrennt oder mit dieser einen Waffe, die wir da haben. Okay, Glass. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Ein Wandsprung, wo soll ich den, achso. Nee, das fand ich schon zum Beispiel in Metal Gear Rising total schade. Man hat das, mit den Waffen so gemacht, dass man auch allgemein ohne Waffen durchgekommen ist. Ich zum Beispiel. Okay, das funktioniert schon mal. Ich zumindest bin da allgemein fast ohne Waffen da durchgekommen. Und auch sonst hätte ich die Waffen eigentlich nicht wirklich benutzen können. Ich meine, das Einzige, was ich andauernd benutzt habe, war der Pappkarton. Aber da war auch nur zum Anschleichen gut. Also hoffe ich mal, dass man hier mehr aus... dass man mehr Möglichkeiten hat, die Waffen einzusetzen. Wobei man auch sagen muss, dass Metal Gear Rising schnelle Reflexe fordert. Und wenn Raiden auch die Waffen zu langsam einsetzt... dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich Waffen gerne einsetzen würde, wenn es so richtig schnelle Gegner wären. So. Geschafft. Und weiter geht's. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome.
Laws of physics be damned. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges. Ja, ja. Ihr mit euren Jump Button. I think I need to make an entrance. Time to go boom. Phew! That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Trottel in Sicht. Gib's ihn. Wo ist er denn? Wahrscheinlich noch nicht hier. Deswegen denke ich mal, wir beenden hier erstmal den ersten Part von Deadpool. Also schaltet dann ruhig wieder ein zu einer neuen Folge von Deadpool. Also, ja, schaltet ruhig wieder ein zu einer neuen Folge. Und ciao, Leute.